wieder herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mittelerde Schatten des Krieges. Immer noch mit dem neuen PC und allem und den guten Ausstellungen. Ja, nee, wir sind nicht bei Total War. Mit der guten Auflösung und der guten Ultra-Qualität. Ja, und jetzt hoffen wir mal, dass die Qualität dieses Let's Plays auch so gut wird und machen den hier neu. Weil da hat es mir ja dankenswerterweise den Ingame-Ton letztes Mal weggehauen. So, und das wäre der letzte bis jetzt, den wir aufhaben, von den Nazgul. Und danach mache ich noch die Karnen-Aufträge nochmal nach. Die waren auch ziemlich cool. Und ich werde es wieder so machen. Das ursprüngliche Video kommt danach und das hier kommt zuerst in der Playlist, aber sind beide drin. Hallo, Vieh. Sneak, 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 sneak. Immer wenn wir uns begegnen, können die Nazgul nicht weit sein. Solange du diesen Ring trägst, sind sie dir näher, als dir recht sein kann. Im Augenblick habe ich keine Wahl. Warte, ich muss mal ein bisschen in meinem Monitor rumspielen. Ist ein bisschen heller. Jetzt kommt wahrscheinlich wieder dieser ätzende Nebel, wo man nichts sieht. Wie viele Nazgul sind es? Alle. Nur einer. Isildur, der König, der den einen Ring von Sauron nahm. Und ihn dann selbst trug. Das ist das Vermächtnis eurer Ringe, Celebrimbor. Das ist unfair. Diese Männer starben in Minas Ithil. Sind keine Männer mehr. Okay. Oh, scheiße, stimmt. Na, komm her. Tschüss. Was sagst du? Das juckt ihn so gar nicht. Und Schulterchargen kann ich ihn auch nicht. Gut. Seine Gegner wiedererwecken, ihnen ihre Ruhe verwehren, sie auf ihre Brüder hetzen. Es gibt offenbar keinen faulen Trick, den sich der Hexenkönig nicht zu eigen macht. Sie werden nicht die Einzigen sein. Es ist besser, wenn sie uns nicht kommen sehen. Finde Frieden. Huch. Nein, 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 nein. Nein, nein. Zurück. Tschüss. Deine Armen gehören nun mir. Nope. Zeit führte die Armeen der Menschen und jetzt werden sie mir erneut treu, wenn sich deine Freunde gegen dich wenden. Dude, warum klopfst du mich nicht einfach persönlich nieder? Ich weiß nicht, ob die da direkt weggeben, da steht bloß Schaden, da steht nicht direkt weg. Hui! Der nächste.
Und der nächste. Und der nächste. Ja, ich weiß. Der geiert hier die ganze Zeit rum. Ui. Ja. Ui. 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 Wohin wollen wir denn? Ui. 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 Na, wo wollen wir hin? Ui. Hä? Ja, was denn jetzt? Wohin willst du denn jetzt? Frau, wohin? Typisch Frauen, keine Orientierung sind. Nein, schmal. So, endlich. Du wirst dem Hexenkönig beugen. An unserer Seite sollst du ihm dienen. Oder du wirst sterben und als meine Marionette wiedererweckt. Du hast die Wahl. Ich kann nicht sterben. Haha, ich bin schon tot. Du nicht. Du wirst meine Qualen teilen. Oh. Aha. Ui, aua. Lass die Scheiß. Vergiss es. Au, lass das. Oh, aua. Halt du, Assi. Lass das. Utsch, der lässt sich da nicht unterbrechen. Ja, das macht nur Schaden, das killt ihn nicht direkt. Ja. Du kannst nicht bestehen, närrischer Waldläufer. Gleich die festnageln. Du Arschgesicht. Oh Mann, ich hasse ihn. Was ist das? Das Auge Saurons ist reines Feuer. Wer sich widersetzt, wird brennen. Hm? Was ist los? Alle Menschen werden fallen und miese tun. Ui, ui. Wo ist er? Komm her. Aha. Das ist ein dummes Sackgesicht, Maskengesicht. Dienen dem dunklen Herrscher. Es gibt kein Entkommen, nicht einmal durch den Tod. Wieso hat sie das Licht weg? Oh, Castamir, hallo. Castamir, er dient immer noch dem dunklen Herrscher. Naja, es versklavt immer noch. Naja, Isildur als Nazgul ist ein dummes Maskengesicht, aber sonst war er in Ordnung. Au! Du! Wenn die einmal angegriffen haben, dann sind die einfach nur... Yikes! Ich hasse ihn. Ich hasse diese Drecksbastard einfach. Verdammt. Yes.
Na? Wie geht's? So. Na komm her. Na komm her. Na komm her. Na komm her. Oh fuck. Ah, was soll's, der kommt sowieso nicht zum Feuer. Autsch. Keine Ahnung. Ich kann aber so stehen bleiben, dann macht Ethereal einfach alles. Ich glaube, kommt ein bisschen näher sogar. Jetzt nicht mehr. Okay, jetzt ist es doof. Isildur wird noch mehr gefallene Gondors erwecken. Ich werde ihn finden. Wir beide sehen uns wieder. Solange ich diesen Ring trage, wird es sicherlich geschehen. Yippie! Grabwandler! Jawohl, haben wir abgeschlossen. So, und das war es jetzt mit der Folge schon mal, weil, ganz ehrlich, mehr war jetzt nicht von den Ethereal-Missionen und... Ich mache das jetzt gerade lieber thematisch. Das heißt, nächste Folge gibt es in einem Aufwasch die ganzen Karmen-Missionen, die noch ausstanden. Und dann muss ich mal schauen, was als nächstes ansteht. Von Mission her, weil da habe ich gerade keine Ahnung. Von daher, danke fürs Zuschauen und Durchhalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.